Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei Windows ganz einfach unser Passwort ändern können. Dafür öffnen wir als allererstes einmal die Einstellungen. Ich mache das jetzt hier bei Windows 10, bei Windows 11 sollte das aber eigentlich genau gleich funktionieren. Da ist es vielleicht etwas anders designt, aber die Punkte sollten genau die gleichen sein. Hier bei den Einstellungen gehen wir als allererstes einmal zu dem Punkt Konten und dann haben wir hier links an der Seite die Anmeldeoptionen. Die gibt es bei Windows 11 auch. Ihr könnt ansonsten einfach direkt bei den Einstellungen nach diesen Anmeldeoptionen suchen und hier bei den Anmeldeoptionen sehen wir dann schon den Punkt Kennwort. Da klicken wir dann natürlich einmal drauf und wenn wir gerade schon ein Passwort hinzugefügt haben, das wir immer eingeben müssen, wenn wir eben unseren PC starten bzw. uns in unser Benutzerkonto einloggen, dann sehen wir hier die Option ändern. Da klicken wir also einmal drauf. Da müssen wir als erstes einmal unser aktuelles Passwort eingeben. Dann klicken wir einmal auf Weiter und hier können wir dann schon unser neues Passwort eingeben. Ihr gebt also einfach euer neues Passwort ein. Da müssen wir das hier unten noch einmal bestätigen und dann können wir hier noch einen Kennwort Hinweis hinzufügen. Falls wir also beispielsweise mal unser Passwort vergessen, dann sollte uns dieser Hinweis auf die Sprünge helfen. Ich schreibe hier jetzt einfach mal Video rein. Dann klicken wir auf Weiter, stellen das Ganze dann noch einmal fertig und so einfach haben wir dann schon unser Passwort bzw. unser Kennwort für die Anmeldung bei Windows geändert. Wenn ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Hier seht ihr auch noch ein Video dazu eingeblendet, wie wir unser Passwort komplett entfernen bzw. diese ganze Funktion deaktivieren können. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.